knackige Sci-Fi in die Runde. Mein Name ist Adlerwache und ich begrüße euch auf meinem Kanal. Ja, Freunde, heute spielen wir mal die Pyotr Veliki, Stufe 4 der russischen Schlachtschiffe. Und wie zu erwarten, gab es dieses Schiff nicht. Ist eine Planung, ein Entwurf von 1911. Und dann würde ich sagen, schauen wir mal an, was die Leki so eingebaut hat. Als erstes habe ich natürlich wieder hier mein Zielsystem Mod 1. Ihr könnt auch die Hauptbatterie Mod 2 nehmen, würde ich aber nicht empfehlen, Freunde. Denn dann habt ihr plus 5% höhere Nachladezeit. Und ihr wisst, die Russen haben schon von Haus aus eine sehr hohe Nachladezeit, deswegen nehmt Zielsystem Mod 1. So, bei den anderen drei Sachen, seht ihr ja, kann man sich ja im Grunde nichts aussuchen, das baut man eh alles ein. Zielauswahlsystem Mod 4, ach Quatsch, Zielauswahlsystem 4 Mod 2. So, dann haben wir Rumpf B noch drin und 60 PS. Dann gehen wir mal auf Ausrüstung. Hier seht ihr natürlich, habe ich wieder viermal Verbrauchsmaterial, zweimal Reparaturmannschaften. Und dann gehen wir hier auf die Werte von der Leki. Also, wir haben 51.100 Trefferpunkte, das ist gut. Wir haben 13 bis 305 mm Panzerung, das ist auch hervorragend. Torpedoschadensverringerung haben wir auch wieder nur 11%. Also, ihr merkt schon, die Russen sind generell sehr anfällig, was Torpedos angeht. Und natürlich, ich sag's immer wieder, fahrt ihr mit den Russen Breitseite, ist Feierabend. Da holen die euch ganz schnell raus. Ich sehe immer wieder Leute, die trotzdem immer wieder permanent mit den Dingern Breitseite fahren. Ich verstehe es nicht. Aber okay. Artillerie haben wir hier 4x2 35,6 cm Geschütze. Das ist auch wirklich ordentlich. Wir haben eine Feuerreichweite von nur 13,6 km. Ihr wisst, ist meinem Kapitän verschuldet. Eine Nachladezeit von 29,7 Sekunden ist auch ziemlich hoch. Und Dauer für 180 Grad Kehre, also die Drehgeschwindigkeiten der Türme, sind wir bei 31,6 Sekunden. Das ist natürlich auch ziemlich hoch. Wir haben Sprenggranaten, Höchstschaden 5200, Brandwahrscheinlichkeit 38%. AP-Granatenschaden 10.999%. Prozent sage ich schon. Punkte. Das ist auf jeden Fall auch sehr, sehr gut. Gehen wir mal auf die Manövrierbarkeit. Wir haben eine Höchstgeschwindigkeit von 26,5 Knoten. Das ist okay. Windradius haben wir 800 Meter. Das ist auch wieder sehr gut. Und eine Ruderstellzeit von 11,5 Sekunden. Sehr, sehr schön. Tarnwert, ganz normaler Standardwert. Da brauche ich eigentlich nicht viel zu sagen. 12,7 Kilometer zur Wasser. Zur Luft haben wir jetzt 10,6 Kilometer. Und garantierte Erkennbarkeit 2 Kilometer. Erkennbarkeit beim Feuern im Nebel haben wir 11,5. Das ist, wie gesagt, absoluter Standardwert. Übersicht haben wir hier hohe AP-Durchschlag. Das ist natürlich klar, hat jedes russische Schlachtschiff. Und wir sind überdurchschnittlich gut manövriert. Was? Überdurchschnittlich gute Manövrierbarkeit. So, ja. Kann ich bestätigen, das haben aber auch alle russischen Schlachtschiffe. Wir gehen mal wieder ganz schnell mit meinem Mikhail Ketrov drüber. Ihr wisst ja, hat sich nie was geändert. Inspiration immer noch Siliax, Cunningham, Streithammer, Kreuzweise, kollektive Arbeitskraft, Streckenrekord in XXL und natürlich Wille zum Wiederaufbau. Wer natürlich das alles im Detail wissen möchte, warum ich das genommen habe, schaut euch mein Ismail-Video an, dann wisst ihr Bescheid. Ja, Freunde, dann würde ich sagen, dann sehen wir uns gleich im Gefecht wieder mit der Leki und schauen mal, was die Bude so kann. Bis gleich! So, Freunde, willkommen auf der Pyotr Veliki oder wie ich sie nenne, Leki. Heute werde ich begleitet von meinen zwei neuen Moderatoren, einmal Katsu und einmal Pfirsich. Schöne Grüße gehen natürlich raus. Wir sind hier auf Meerenge, Basis erobern, unterwegs. Ah, ich habe mal wieder meine wunderschöne Weihnachtstarnung rausgeholt. Sieht sehr, sehr schön aus, ne? Gefällt? Ich mag sie. Der Harry mag sie gar nicht. Ich finde sie immer noch schön. Hat so ein bisschen was Weibliches. So, wir gucken mal hier, Bretagne, Kongö, Orion, Emir Bertin, Königsberg, Furutaka, Kirov, Karlsruhe, Oschotnik. Oh, eine Oschotnik, die sieht man auch ziemlich selten. Macht mir immer noch mit am meisten Spaß bei den russischen Zerstörern. Also Oschotnik und die Taschkent finde ich persönlich am geilsten. So, wir fahren mal nach links, würde ich sagen. Obwohl ich schon zu meinen Jungs gesagt habe, eigentlich wäre es besser gewesen, wir wären nach rechts gefahren, weil rechts überhaupt kein Schlachtschiff da ist. Aber das habe ich einfach zu spät realisiert. Oh, eine Orion. Steht frontal. Mal gucken, was wir hier frontal drücken können. Die Briten sind ja sehr weich auf dem Deck. Und? Oh, 7000, Freunde. 7000. Das kann sich sehen lassen hier. Das kann sich sehen lassen. Und bei der Pyotr Veliki oder Leki ist es natürlich auch klar, fahrt mit ihr auch wieder mehr in den Nahkampf rein. Ihr habt ja schon gesagt, von hinten sieht sie aus wie eine Kongo. Wie eine Kongo, genau. Wie eine Kongo. Oder Kongo.
Ja, habt ihr recht. Also vom Aufbau hinten her ähnelt sie schon sehr stark der Kongo. Da ist die Orion. Bei Orion ist es auch wirklich sehr schwer, eine Zita zu drücken. Aber immerhin, 6930 Schaden haben wir gedrückt. Ah, sie hat uns da unser Türmchen angedüdelt. Das ist der Nachteil bei der Piotr Veleki. Die Türme sind ziemlich anfällig. Also ich hatte es immer wieder, dass mein Turm schnell ausgefallen ist, auch dass mein Turm wirklich dann komplett zerstört war. Also da müsst ihr halt ein bisschen aufpassen. Ist nicht so wie bei den anderen Ruskis. So, sie fällt jetzt schön Breitseite. Ach, lecker, lecker, lecker. Komm, warten wir noch die... Oder auch nicht. Ich wollte jetzt eigentlich noch warten. Aber immerhin hier, guckt es euch an. 6200 und 8900 Schaden gedrückt. Ah, nochmal 2000 hinterher. So, wir drehen ein. Das ist aber das erste Mal, dass ich hier dann doch durch die Mitte fahre. Oh, und schon wieder hat sie unser Turm angedüdelt. Genau das wollte ich auch sagen, mein russischer Kamerad. Genosse, Entschuldigung. So, komm schon. So, nochmal, komm. Nochmal hier Dreier raushauen. Ah, schön, Orion. Das war's. Ja, Permakrov. So sieht sie mich aus, Freunde. Permakrov. So, wir fahren jetzt mal nach links hier, supporten unser Team auf der linken Seite. Weil da drüben sind anscheinend nur zwei Schiffe. Ja, ist auf jeden Fall sinnvoller. Wir fahren jetzt hierher. Komm schon, gib Gas. Lecky, lecky, gib Gas. Oh, Oschotnik ist raus. Sehr schön, Pfirsich. Klasse gemacht. Ah, wenn die Oschotnik offen ist, ne? Die hat gegen Kreuzer dann so gesehen keine Chance. Klar, wenn die Kreuzer dann Breitseite fahren, könnt ihr mit der Oschotnik, ihr habt es ja gesehen in meinem Oschotnik-Video, richtig böse austeilen. Und das ist ja auch das, was ich immer wieder sage. Die Oschotnik oder generell die DDs der Russen dürft ihr halt nicht mit Torpedos fahren. Das sind halt wirklich reine Gunboote. Außer die Taschkent. Die Taschkent hat 8 Kilometer. Oh, eine Zitadelle und die Königsberg ist raus. Oh, was macht die denn hier? Hallo, Koko. Bist du noch da? Zack. Haben wir ja eine gedrückt. Ich weiß nicht, was die Kongo da macht. Auf was wartet sie? Auf was wartet die Kongo? Was ich sagen wollte, die Taschkent könnt ihr auch wirklich mit Torps spielen. Also die hat 8 Kilometer Reichweite. Und die macht wirklich Spaß. Also die Taschkent kann ich euch wirklich wärmstens empfehlen. Werde ich demnächst auch nochmal ein Video reinbringen. Zack, nochmal 11.000 ungefähr gedrückt. Was macht die Kongo da? Aber der Spieler ist da, weil... da kommt Rauch aus dem Schornstein. Sie fährt halt wirklich permanent vorwärts. Ich weiß nicht, auf was er erwartet. Ich glaube, er wartet hier auf Pfirsich, dass Pfirsich um die Ecke kommt, dass er ihn wegballern kann. Also, manche Spieler, ne, da... fehlen mir echt die Worte. Da fehlen mir echt die Worte. Ah, er hat einen Motor an. Er hat auf jeden Fall einen Motor an. Ich würde sagen, mach's gut, Kongo. Ja, das war's. Zitadelle, Kongo ist raus. Was ein einfacher Gegner. So, jetzt drehen wir und jetzt werden wir die rechte Flanke noch komplett kaputt machen. Also wir haben jetzt wieder hier die komplette linke Flanke auseinandergerissen. Sehr schön, also ihr seht's, ne? Ja. Die Russen können wirklich spielentscheidend sein. Deswegen, Kreuzerfahrer und Zerstörerfahrer, supportet eure Schlachtschiffe. Es ist ganz, ganz wichtig. Ich weiß, es ist verlockend, mit HE auf die Schlachtschiffe zu schießen, aber wenn man Kreuzer ist, versucht eure Schlachtschiffe zu schützen, versucht die feindlichen Zerstörer aufzuspotten und auch die Zerstörer, versucht die Punkte einzunehmen, versucht die Schiffe aufzuspotten und geht nicht immer nur auf die Schlachtschiffe. Ich weiß nicht, warum so viele so dermaßen egoistisch sind und hier überhaupt nicht mehr an das Team denken. Versuchen hier wirklich schnellstmöglich den höchsten Schaden zu machen. Kann ich einfach nicht nachvollziehen. Weil das Spiel bietet so viel taktischen Inhalt, den man ausnutzen kann. Ja, und wird hier halt zu 90%, kann man schon fast sagen, nie genutzt. So, fahren wir mal hier rüber. Das dauert natürlich noch ein bisschen, bis wir da drüben ankommen. Sowas hasse ich immer, wenn ich dann nochmal komplett auf die andere Seite fahren muss. Komm
schon. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Ah, das dauert und dauert und dauert. Sehr, sehr langsam. Sie fährt sehr, sehr langsam. Ach, die hat Motorschaden. Mist, die hat Motorschaden. Hätte ich das gesehen, hätte ich schön auf die Mitte gehalten. Ärgerlich. Sehr, sehr ärgerlich. Also da hätten wir die Furutaka rausnehmen können. Ah, das ärgert mich gerade, Freunde. Das ärgert mich gerade. Na, halt mir mal weiter drauf. Es sind ja nur noch drei Schiffe. Vielleicht könnten wir mal wieder eine Krake rausholen. Das wäre schön. So. Zack. Jetzt alles raus. Und zack. Furutaka gehört uns. Sehr schön. So sieht es nämlich aus. So, jetzt haben wir hier noch zwei Schiffe. Die Karlsruhe und was war das andere? Das müsste die Bretagne gewesen sein. Ja, jetzt ist sie zu. Jetzt ist sie zu. Ja, uns fehlt nur noch ein Schiffchen, Freunde. Uns fehlt nur noch ein Schiffchen. Ah, komme ich nicht dran. Komme ich nicht dran, obwohl sie so schön Breitseite fährt. Sehr ärgerlich. Na, komm schon. Oh, da ist die Karlsruhe. Da ist die Karlsruhe. Da würde ich sagen, gehen wir erst auf die Karlsruhe. Die ist nämlich hier so schön nah. Vielleicht können wir der schön eine drücken. Ah, und jetzt hatte ich wieder das Problem, dass ich nicht die Breitseite schießen kann. Ach, das ärgert mich immer wieder, dieser Fehler. Da drückt man halt wirklich zweimal aneinander und er macht einfach wirklich Semifeuer und schießt halt wirklich jeden Turm einzeln raus. Das ist so nervig. Schade. Sehr, sehr schade. Na, jetzt müssen wir natürlich hier um die große Insel fahren. Ah, Freunde. Das dauert. Das dauert. Na, komm schon. Na, komm schon. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Vielleicht kriegen wir jetzt noch die Bretagne raus. Ah, schade. Sehr schade. Nee, die wird uns nicht gegönnt. Die wird rausbrennen. Ja, da passiert nichts mehr. Ach, das ärgert mich, Freunde. Das ist wirklich ärgerlich. Da hätten wir uns nochmal die Krake rausholen können. Schade. Sehr schade, aber ihr seht es auch wieder. Auch die Lecky Lecky ist ein sehr starkes Schiff. Würde ich aber persönlich sogar sagen, das schwächste von allen russischen Schiffen. Wahrscheinlich auch, weil sie nur die Zwillingstürme haben. Macht aber sehr, sehr viel Spaß. Wir haben ein Plus von 149.000 gefahren. Und ja. Ich kann sie euch empfehlen. Die Russen werden euch auf jeden Fall Spaß machen. Sind natürlich, wie ich bei den anderen Videos auch schon gesagt habe, sehr, sehr stark. Können spielentscheidend sein. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns die Tage wieder, Freunde. Bis dahin, euer Adlerwache. Macht's gut.